So. Die Kultur machen wir noch. Und dann denke ich, ist Zeit für eine Aufnahmepause. Fremde, Häuptling Hikaru und Marschall Kotalo erwarten dich drinnen. Danke sehr. Die Kohlrut sollte bald beginnen. Im Anschluss sollte ich in die Kammer unter Hikarus Thron kommen. Und ein Äther. Fremde, der Häuptling wartet in der Arena. Hinter dem Thron. Sprich mit ihm, wenn du bereit bist. Okay. Wir haben das Faraday-Exponat. Faraday-Exponat. Daten beschädigt. Die Aufgabe ging an Anne Faraday, geboren und aufgewachsen in der Heißzone Needles, Kalifornien, und Oberst der Air Force. Als De La Hoya die Übernahme von Basen in der Region einleitete, kämpfte sie als Dissidentin nicht in der Schlacht, sondern war bei der friedlichen Evakuierung des zivilen Personals behilflich. Während des Konflikts wurde sie zu einer der führenden Stimmen der Nation, die sich für eine gewaltfreie Lösung einsetzte. Was sie in Kombination mit ihren Ortskenntnissen und ihrem militärischen Hintergrund für beide Seiten glaubwürdig machte. 3 Monate nach ihrer Ernennung hielt Faraday eine Rede vor dem Kongress. Vordergründig ein Fortschrittsbericht, aber tatsächlich eine eindringliche Absichtserklärung. Sie ging dabei über ihre übliche militärische Direktheit hinaus und betonte leidenschaftlich die Notwendigkeit von Gemeinschaft und Einheit angesichts einer ungewissen Zukunft, die vom Klimawandel und zunehmender Automatisierung dominiert wird. Diese Ansprache gilt heute als einer der besten Momente der Redekunst in Daten beschädigt. Also, De La Hoya Exponat. Daten beschädigt. Darunter auch Oberst Edward De La Hoya, Kommandant der JTF-10, ein charismatischer Officer mit familiären Verbindungen zu Roberta Medina. De La Hoya wuchs nach der Grenze zwischen Arizona und Nevada auf und war für die Stationierung der Einsatzgruppe in der Nähe von Tucson verantwortlich. Viele seiner Untergebenen hatten Familie in dieser Gegend. Alle von ihnen sahen 73H als unverzeihliche, übertriebene Maßnahme der Regierung an. Die Drohung, von ihrem Land vertrieben zu werden, unabhängig davon, wie unbewohnbar es bereits war, schockierte nicht nur die Soldaten der Einheit, die größtenteils aus konservativen Staaten oder vom Klimawandel betroffenen Gebieten kamen. Als die Mirasur-Vereinbarung Gestalt annahm, beriet sich Medina mit De La Hoya, der sich daraufhin seinerseits mit seinen wichtigsten Lieutenants beriet. Alle waren sich einig, dass die Regierung die Wasserlieferungen vermutlich mit Drohungen unterbinden würde. De La Hoya, der als Pilot Berühmtheit erlangt hatte, erklärte, dass er bereit sei, die Drohnenstaffel im Alleingang Daten beschädigt. Hier geht es wohl zur Arena.
Freiluftausstellungen. An alle Gäste des Museums, bitte denken Sie daran, für den Besuch unserer Freiluftausstellungen leichte Schutzkleidung anzulegen. Staubschutzbrillen, Handschuhe, Sonnenschutz und Atemmasken erhalten Sie kostenlos am Infostand im Flur. Der Kraterbereich wurde von sämtlichen radioaktiven Material gesäubert und ist absolut sicher. Da sind sie. Ein Teil der Ruinen zu einem Kampfring umgebaut. Ich klaue euch mal das Zeug. Aloy, du hast Berge bewegt, um den Himmelsklan zu besiegen. Buchstäblich. Kotalo hat geholfen. Ja. Tecote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Kulrut bevor. Einige nehmen teil, andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kotalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Kulrut mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschelle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Bereite dich vor, so gut es geht. Wenn die Kulrut beginnt, musst du durchhalten. Der Hain, die Arena, alles Teil desselben alten Gebäudes? Ja. Hier erinnert sich das Land an die Opfer der Zehn. Ihre Taten werden nie vergessen werden. Welche Opfer? Laut der Vision gaben sie dort unten ihr Leben in einem Kampf gegen Maschinen. Wir ehren sie, indem wir dort die Kulrut abhalten. Ich weiß, wo ich sein werde. Was ist mit euch beiden? Ich werde natürlich hier beim Häuptling sein. Wenn uns der Kampf erreicht, werden wir unsere Gefallenen rächen. Wenn es soweit kommt. Die Verteidigung hält schon. Okay, ich muss erstmal kurz gucken. Ich brauche noch etwas Zeit. Gut. Zwar. Sollte ich vielleicht... Ich habe hier keine Werkbank und nix. Aber dort hätte ich eine. Weil ich denke, dass ich soweit eigentlich ganz gut vorbereitet bin. Fähigkeiten habe ich 4, die ich noch dazu holen kann. Komm, wir gucken kurz rein. Spaltender Stachel. Oh. Kann nicht schaden. Okay. Also. Was habe ich hier? Das nehmen wir auch noch. Einfach weil wir es können. So. Und jetzt. Mal sehen. Das holen wir uns jetzt erstmal, rüsten wir das auf. Gut, ich würde sagen, es kann losgehen.
bereit? Allerdings. So hoffe ich zumindest. Bringen wir es hinter uns. Gut. Du findest Decker an der Nordbarrikade beim Rest unserer Leute. Folge den Wegen der Zehn. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Ja, wie habe ich das Gefühl, das geht schief. Okay. Wahrheit und Stadt. Wird der Himmelsklan nachher stolz sein können? Das ist eine Zeremonie, kein... Okay, Oh. Das sollte ich vielleicht erstmal noch überprüfen, kurz. Nee. Zwar sehr selten, aber nee. Da bleibe ich wie ein äußerer Flüsterer. Mal kurz hier die Sachen weg. Also, ich lasse das Konzentration drinne. Bei den Waffen. Okay, also. Reißschaden plus 10%. Das nehmen wir. Okay, den Schaden haben wir schon. Dann der hier. Das lassen wir. Und der hier. Da brauchen wir auch noch ein bisschen was. Überspannschaden, Stoßschaden. Okay, machen wir das so und da kommt dafür das da rein. So. Den habe ich auch. Da ist gerade das drin. Überspannt habe ich eigentlich nicht wirklich. Ich nehme Stoßschaden. Keine Ahnung, ob es das hat, aber ich nehme das da. Gut, ich glaube... Das hier haben wir dir zu verdanken. Schauen wir noch mal kurz. Nee. Fallen lasse ich auch sein. Regala will sich den Häuptling holen. Die Frage ist nur, wann? Ach, irgendwann. Das können bestimmt, wer ein Marschall wird. Wir holen uns noch... Ein Trank und dann kann es losgehen. Ah. Oder auch nicht. Gar nicht so schlecht. Könnte eine tolle Sportarena sein. Mit den Mauern und dem Krater und allem.
Ich würde mir hier auf jeden Fall ein Spiel ansehen. Aber wir brauchen noch einen Hotdog-Stand und viel mehr Toiletten. Und ein Dach und eine Klimaanlage. Es ist brütend heiß hier und es ist auch nicht mal Mittag. Nicht auszuhalten. Richie Davenport, Orlando. Ein Tiefländer wird sich dieses Recht verdienen. Die Tenakt müssen unter einem Anführer vereint werden. Hikaru! Der Geist Regala, der Tenakt wird den Heim nicht bekommen. Im Osten? Gesundheit. Wieso niesen die also? Da ist die Kugel. Mit seinen Schlägern, klar. Meine Kraft ist dein. Leiterin des Häuptlings, welche Ehre. Tikoti hat wohl sein Ego zu Hause gelassen. Ostländerin. Dachte nicht, dass der Himmelskommandant persönlich uns heute beehrt. Wenn es für meine Kämpfer vielleicht gegen Regala geht, sollte ihr Kommandant ihr Schicksal teilen. Oder vielleicht willst du dein Gesicht wahren nach der Sache beim Bollwerk. Pass lieber auf. Große Reden nehmen oft ein böses Ende. Spar dir deine Drohungen für Regalas Truppen auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, der wird uns noch verraten. Mögen die Zehn dich leiden. Okay, Hikaros Verteidiger sollten am Ende dieses Grabens sein. Aber wir müssen. Wir sind bei diesem Kampf nicht allein. Das muss da einfach sein. Da denn hoch? Ach, da ist eine Leiter. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Die Maschinen müssen weg, denn ohne sie sind Regalas Truppen nicht besser als die unseren. Ja, Kaplanin. Passt aufeinander auf. Geh nun. Die Soldaten sind bereit. Sie verteidigen die Kulrut von unten. Doch von oben. Nicht schlecht. Wo hast du die her? Haben wir von einer gefallenen Maschine abgemacht. Du darfst dich ruhig bedienen. Regala hat ihre Tricks, aber wir haben dafür dich. Tenakt! Die Kulrut erwartet uns! Unser Kampf erfordert neues Blut. Neue Anführer! Lass die Beute los! Kämpfer! Tretet vor! Wer eine Maschine erlegt, wird zum Marschall. Gedenket der Zehn. Greift aus der Luft an, so wie sie. Und holt euch den Ruhm.
sie ab! Verteidigt die Kulrut! Ich lasse sie noch ein bisschen näher kommen. Eine neue holen. Thank you.
Ach, das ist so einer. Los, schnell zur Waffe! Ich locke das Ding zu mir, dann schießt du!